Seekrauts. Moin Moin und willkommen zurück hier auf dem Infotainment-Portal rund um World of Warships, dem Seekrauts-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute wollen wir euch die HMS Dreadnought vorstellen. Sie wird unter Historikern und Marinefreunden die Mutter aller Schlachtschiffe genannt und das zu Recht. Was vergibt ihr den Titel? Wir tauchen zuerst hier in die Geschichte ein und wollen uns dann durch die Werte hier in World of Warships durcharbeiten, so wie ihr das schon kennt. Kapitänskills, Signale, Unterschiede zu anderen Schiffen auf der Tierstufe und so weiter und so fort. Ganz kurz zur Geschichte. Es wird, wie gesagt, der Uran oder die Mutter der Schlachtschiffe, der modernen Schlachtschiffe genannt. Stapellauf von dem Schiff war am 10.02.1906. Die Indienststellung war im gleichen Jahr im Dezember, kurz vor Nikolaus, dem 3.12. Was macht das Schiff zu so was Besonderem? Es war wohl das erste Schiff, was den Antrieb also Dampfturbinenantrieb hatte und ausschließlich schwere Hauptartillerie einheitlichen Kalibers trug oder mit der ausgestattet war. Und das war halt vorher noch nicht so der Fall und wird heute noch von den Historikern eben als Eckpfeiler des modernen Flottenrüstens oder als Startpunkt des modernen Flottenrüstens bezeichnet. Aufgrund der Indienststellung dieses Schiffes verloren alte Schlachtschiffe massiv an Wert sozusagen oder an Funktion, weil hier plötzlich halt große Kaliber drauf waren, was bei den vorhergehenden Schiffen eben nicht so der Fall war. Und alle wollten dann nachziehen und wollten sich immer wieder weiter gegenseitig übertrumpfen. Ja, was dabei rauskam, waren eben dann erst der Erste und später dann halt auch der Zweite Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg wurde dann schon wieder festgestellt, dass der Zenit der Schiffe überschritten war, was dann wiederum in der Vanguard mündete. Die ganze Erfahrung des Schiffes oder der Marine, der britischen Marine zumindest, mündete dann in der Vanguard soweit. Die haben wir euch ja schon auf unserem Kanal vorgestellt. Wie gesagt, unter anderem kann man dazu noch sagen, dass auf diesem Schiff für die britische Marine als erster ein Dieselmotor mit auf dem Schiff verbaut wurde. Und ja, dieses Schiff von 1907 bis 1909 dann als Flaggschiff der Home Fleet diente. Am Ersten Weltkrieg war das Schiff halt beteiligt und versenkte damals durch Rammen die SMU 29. Und danach war nicht mehr viel mit der HMS Dreadnought, weil bis dahin schon wieder neue Schiffe nachgerückt waren und sie so ein bisschen technologisch in Hintertreffen brachten. Und so entschied man sich 1919, das Schiff außer Dienst zu stellen. Und 1923 wurde das Schiff dann schon abgewrackt. Und ja, jetzt kommen wir zu der Interpretation von Wargaming. Wie dieses Schiff hier ins Spiel bei uns kommen wird. Es ist ja jetzt schon im Premium Store verfügbar in einem Paket mit der Vanguard zusammen. Einzeln kann man die Dreadnought aktuell nicht kaufen. Das hat auch einen guten Grund. Denn im Dezember 2018 wird dieses Schiff erspielbar geben. Es wird eine Auftragsreihe geben, wo 40 Aufträge zu erledigen sind und ihr würdet damit dann die HMS Dreadnought freischalten und eurem Account kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Das muss jeder selber wissen. Ich versuche euch heute dazu ein paar Anhaltspunkte zu geben und sie so ein bisschen einzusortieren in den Bereichen der Tier 3 Schlachtschiffe. Fangen wir gleich ganz oben an. Wir haben hier 37.400 Trefferpunkte. Wir werden dieses Schiff vergleichen in erster Linie mit der König Albert. Sicherlich ein sehr, sehr harter Gegner für dieses Schiff, weil wir wissen, dass die König Albert ja schon für ihre Tierstufe ein absolutes Hammerschiff ist. Es wurde schon mehrmals angekündigt, dass das Schiff genervt werden soll, also verschlechtert werden soll. Wurde dann am Ende aber doch nicht gemacht. Aber gut. Wie gesagt, 37.400 Trefferpunkte. Die König Albert hat auf der gleichen Tierstufe 41.300 Trefferpunkte. Nichtsdestotrotz ist die Dreadnought da nicht groß im Nachteil, weil andere Schiffe, also gerade Forschungsbaumschiffe wie die Nassau oder die Turenne oder eben die South Carolina, alle weniger Trefferpunkte haben als die Dreadnought. Das ist schon mal gleich für den Hinterkopf zu merken. Wir haben hier eine Torpedoschadensverringerung von 13%. Das ist auch im Vergleich zur König Albert eher schlecht, weil die König Albert nämlich 19% hat. Ist so ein bisschen durchwachsen. Manche Schiffe haben 13%, manche haben 19%. Dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Von daher, ja, ist sie hier zwar ein Stück weit im Normalbereich, die 19% ist eher die Ausnahme und damit der Spitzenwert auf dieser Tierstufe. Gucken wir uns kurz die Panzerung an. Die Panzerung ist nicht so hart wie die von deutschen Schlachtschiffen, während die
Prinz, die König Albert, ich sag schon Prinz Albert, die König Albert hier auf fast 440 mm kommt bis zur Zitadelle, haben wir hier so roundabout 350 mm. Das Spiel hängt so ein bisschen ab, von wo die Granate ganz genau kommt, weil wir hier verschiedene Panzerungs-Overlays haben. Gucken wir uns das ganz kurz mal oben an. Hier, wir haben hier 279 mm, hier oben haben wir 203, ringsrum sind es hier 16 mm. Wir haben auch eine große Fläche, die recht wenig gepanzert ist, also wirklich nur mit 16 oder 19 oder 10 mm. Und wenn wir uns dann hier die ersten Sachen eben ausblenden, dann kommen wir hier auch schon zu dieser leichten Turtleback-Anordnung. Großer Vorteil der Dreadnought ist eben, du hast hier 279 mm und dann haben wir hier in 76, wenn wir hier noch ein bisschen um die Ecke gucken, haben wir da noch 70. Ja, dann sind wir bei 349 mm und dann kommt es eben drauf an, wo trefft ihr denn ganz genau das feindliche Schiff sozusagen, wenn die Dreadnought euch gegenübersteht. Im vorderen Bereich sind es nochmal 51 mm, sind wir bei 400 und hier sind es dann eben nur 25. Als große Problematik könnte man sicherlich gleich schon mal hervorheben, dass hier die Türme von außen zu erreichen sind. Wir haben hier eine 279 mm Panzerung. Ich habe mal ein bisschen gespielt mit den AP-Granaten von verschiedenen Schiffen und muss feststellen, dass ab 9 Kilometer hier das Hauptproblem stattfinden kann. Ab 9 Kilometer kann euch eine Nassau, kann euch eine König Albert zum Beispiel ohne Probleme penetrieren. Kommt durch die 279 mm eben durch. Ja, bei der japanischen Kawachi ist das noch nicht so ausgeprägt, aber die muss einen Ticken näher ran. Aber nichtsdestotrotz, 9 Kilometer könnt ihr euch so ein bisschen merken. Ab da wird es für AP-Granaten für euch relativ kompliziert, weil die 279 mm dann immer durchschlagen werden. Eine Zitadelle ist dann immer noch nicht wahrscheinlich, weil ihr, wie gesagt, bis 400 mm relativ weit hochkommt. Aber das ist eben so ein Punkt, ne? Von vorne, wie gesagt, sind 25, 25, 102 mm. Ganz komisch, dass das hier nochmal so ein Stückchen vorsteht. Ist aber auch so ein bisschen typisch. Das war für die damalige Zeit so, auch dass die Zitadelle so komisch verschachtelt ist. Das ist bei vielen Modellen immer wieder zu finden auf dieser Tierstufe. Hier hinten sind es halt auch wenige Millimeter nur, die die Zitadelle da schützen. Was mir aber halt aufgefallen ist, ihr habt einen relativ weiten blauen Überzug. Wenn wir uns jetzt einfach mal im Vergleich die König Albert angucken, stellt ihr sofort fest, dass wir hier einen relativ, also zumindest im Verhältnis zur Dreadnought, einen kleineren Bereich haben, weil der grüne Bereich nämlich schon 30 mm Panzerung bietet. Und das ist gerade für AE-Granaten auf der Tierstufe doch ein besserer Schutz, weil viele die 30 mm, oder einige zumindest, die 30 mm nicht erreichen, während sie bei der Dreadnought eben den Bereich erreichen würden. Und also die 30 mm eben nicht durchschlagen und hier hat die 16 mm eher durchschlagen und damit nimmt sie automatisch einen Ticken mehr Schaden. So viel zur Panzerung. Ja, es ist ja doch eher gerade in der unteren Tierstufe eine arkadelastigere Spiel. Das heißt, ihr spielt sowieso einen Ticken auf näher dran, sage ich jetzt einfach mal. Wobei die Dreadnought ihre Stärke nicht im näher dran Spiel hat. Das konnte man jetzt ja auch anhand der Panzerung schon eindrucksvoll sehen. Sondern eine besondere Stärke der HMS Dreadnought ist hier die Gefechtsreichweite. Wir haben hier 13,7 Kilometer, was ein ganz, ganz ordentlicher Wert ist, weil sehr, sehr viele Schiffe, inklusive der König Albert, definitiv eine niedrigere Reichweite haben. Das einzige Schiff, was sie vernünftig übertreffen, die britischen Schiffe, sind die amerikanischen Schiffe, also die South Carolina, die kommt auf ihrer Tierstufe schon 15 Kilometer weit. Das ist schon richtig, richtig krass. Ja, aber ihr seid hier relativ weit oben dabei, also unter den Top 2, Top 3, Top 4 Schiffen, da ist sie, ist dieser Dampfer mit dabei. So, jetzt haben wir dazu ein bisschen unbeabsichtigt, aber vielen Dank für das Abo, wer auch immer das gerade war. Ich freue mich. Dankeschön. Ja, das lässt sich hier leider bei mir nicht so richtig aufstellen. Deswegen ist das leider manchmal so in den Aufzeichnungen, dass plötzlich noch ein Abonnement dazu kommt. Aber es soll uns ja hier nicht von abbringen. So, gucken wir uns kurz die Werte an. Also wir haben hier eine Ladezeit von 30 Sekunden. Das ist auf der Tierstufe vollkommen normal. Und ja, ist weder ein Vor- noch ein Nachteil. Dann Turmdrehzeit 160 Sekunden. 180 Grad Kehre in 60 Sekunden. Auch normal, die König Albert hat den gleichen Wert und ist auf den Tierstufen weitestgehend genauso verbreitet. Dann haben wir hier einen sehr, sehr guten Sprengwahrscheinlichkeits-, also Brandwahrscheinlichkeitswert mit 32%. Die König Albert liegt gerade mal bei 22%. Und hier einen sehr guten Alpha-Damage der HE-Granate mit 5200. Da hat die König Albert nämlich nur 3400.
Und dann kommen wir zu den AP-Granaten. Irgendwo muss der Nachteil auch sein. Wir haben hier nur eine AP-Granate von 8100 Alpha-Damage und die König Albert hat eben 8300 Punkte Alpha-Damage. So, dann geht's weiter. Die Sekundärreichweite ist hier, naja, eher doch mal zu vernachlässigen. Die skillt man auf der Tierstufe E meist nicht mit 3 Kilometern und einer 4%igen Brandwahrscheinlichkeit. Wichtig ist, dass ihr dieses Schiff, wenn ihr spielt, zuerst auf ein bisschen Distanz spielt und ihr seht ja, der Alpha-Schaden der AE-Granate ist nicht schlecht. Ihr habt eine relativ gute Penetrationschance. Seit diesem Patch 0711 wird ja hier auch die Durchschlagskraft der Sprenggranate angezeigt. Das heißt, 75 mm penetriert ihr. Damit penetriert ihr zum Beispiel dann eben auch eine König Albert, zumindest am Hauptdeck. Und könnt da ordentlich Schaden machen. Dann habt ihr, wenn ihr später die Brandwahrscheinlichkeit skillt, kommt ihr dann sogar auf 36%, was für diese Tierstufe ein sehr, sehr, sehr guter Wert ist. Dann kommen wir zur Manövrierfähigkeit. Die Manövrierfähigkeit bei dem Dampfer ist erstmal so lala. Man kann dazu im ersten Moment sehen, 19 Knoten ist jetzt nicht gerade besonders schnell, aber in Wirklichkeit sind die 19 Knoten gar nicht so schlecht. Klar, die König Albert ist da mit 21 Knoten schneller. Auch sind einige andere Schiffe schneller als die Dreadnought, aber sie ist auch nicht total langsam, denn zum Beispiel die South Carolina auf ihrer Tierstufe erreicht gerade mal 15, 16 Knoten. Von daher kann man hier dann zum Beispiel mit der Flagge Sierra Mike nachher noch ein bisschen die Höchstgeschwindigkeit boosten. Was richtig positiv ist, ist hier der Wendekreis. Dadurch, dass das Schiff auch ein bisschen kürzer ist als zum Beispiel die König Albert, hat man hier einen Wendekreis von 520 Meter erreichen können, während die König Albert mit 600 Meter Wendekreis angegeben ist. Auch die Ruderstellzeit ist ein Vorteil für die Dreadnought, wenn auch nur eine halbe Sekunde. 11,6 Sekunden ist hier die Ruderstellzeit bis zum vollen Ausschlag, während die König Albert eben 12,1 Sekunden hat. Und viele A-Rümpfe oder alle A-Rümpfe sind von der Trägheit definitiv größer, also bei den Standard-Forschungsschiffen, als das, was hier die Dreadnought hat. Und selbst in einem ausgebauten Modus ist es nicht sehr häufig, dass diese 11,6 Sekunden erreicht werden. Und dann kommen wir zur Verborgenheit. Die Verborgenheit des Schiffes beträgt hier zu Wasser 12,3 Kilometer, zur Luft 8,7. Und wenn ihr im Nebel steht und daraus eure Hauptgeschütze betätigt, also einfach mal auf die Maus drückt, vielleicht versehentlich, vielleicht mit Absicht, geht er 9,4 Kilometer weit auf. Die König Albert ist da ein Ticken besser, zumindest was die zur Wassererkennbarkeit betrifft. Die geht nämlich nur 11,2 Kilometer auf, ist aber aus der Luft deutlich weiter erkennbar, nämlich 9,8 Kilometer. Und im Nebel stehen kann die König Albert oder wird die König Albert auf 8,8 Kilometer entdeckt. So, gehen wir gleich weiter durch zu den Verbrauchsmaterialien, die hier auf dem Schiff verbaut sind. Wir haben hier einmal die Schadensbegrenzungsteam 1 und 2. Die sind dann, haben eine Wirkungsdauer von 15 Sekunden. Also wenn ihr sie auslöst, sind 15 Sekunden lang keine neuen Feuer, kein Wassereinbruch möglich. Danach dauert es dann 120 respektive 80 Sekunden, bis ihr diese Schadensbegrenzungsteams wieder nutzen könnt. Aktuell gibt es gerade eine Aktion bei Wargaming, deswegen wird hier das Prozenteschild angezeigt. Sonst ist hier halt der reguläre Preis notwendig. Wie gesagt, Schadensbegrenzungsteam 2 spiele ich immer auf meinen Premium-Schiffen. Das ist Pflicht. Ihr bleibt damit einfach länger. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr länger im Gefecht bleibt, ist sehr, sehr hoch, weil ihr einfach die Sachen schneller wieder benutzen könnt und bei anderen Verbrauchsmaterialien dann sogar mehr Aufladungen habt. Und mit einer längeren Dauer im Gefecht könnt ihr mehr Punkte und mehr Geld verdienen. Also, Schadensbegrenzungsteam 2 sollte man hier beim Premium-Schiff auf jeden Fall reinsetzen. Und dann ist es so: Reparaturmannschaft 1 und 2 ist hier im zweiten Slot. Sie ist für 28 Sekunden aktiv und dann dauert die Aufladezeit 120 und bei dem zweiten Verbrauchsmaterial, also beim Premium-Verbrauchsmaterial, so nennt man das auch, eben Ladezeit 80 Sekunden und auch 28 Sekunden aktiv, stellt 187 Punkte pro Sekunde wieder her, hat 4 Aufladungen, hier hat es 3 Aufladungen. Das ist übrigens der Standardwert, 0,5 Trefferpunkte auf den Rumpf gerechnet, von den maximalen Trefferpunkten des Rumpfes ist hier der Reparaturwert, also pro Sekunde runtergerechnet. Die Reparaturmannschaft bei der König Albert ist identisch. Der Vorteil der britischen Reparaturmannschaft bei den Schlachtschiffen liegt eben darin, dass ihr Penetrations, also wenn ihr penetriert werdet von AP-Granaten, ihr von diesem Wert eben 60% statt 50% wiederherstellen könnt, während die König Albert eben nur 50% herstellen kann. Und das ist der Unterschied, der hier festzustellen ist. Sonst sind die Reparaturmannschaften soweit ja, identisch. Der einzige Unterschied liegt eben darin, dass ihr weniger Trefferpunkte wiederherstellt, aber vom Anteil her den gleichen, weil
Ja, wie gesagt, diese genau 0,5% der Trefferpunkte des Rumpfes sind sozusagen, wo dieser Wert sich darauf begründet, Trefferpunkte pro Sekunde. Ne? 0,5% der Rumpftrefferpunkte sind das umgerechnet. So, dann können wir hier Verbesserungen einbauen. Wir haben genau zwei Stück und da gibt es gar keine Diskussion, was man hier einbaut oder was man hier nicht einbaut. Man baut die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 ein. Ihr habt Hauptgeschütze, die wollt ihr benutzen und ja, keine Torpedowerfer. Auch wenn das reale Schiff tatsächlich Torpedowerfer hatte, sind hier in-game keine Torpedowerfer verbaut. Wie gesagt, Hilfsbewaffnung braucht ihr nicht. Ihr setzt sie so gut wie nie ein. Ja, und dann also Magazinmodifikation 2. Eure Magazine sind so gut geschützt, die braucht ihr überhaupt nicht verbauen und dafür einen Slot verschenken. Ihr müsst zusehen, dass eure Türme aktiv bleiben und ihr euch vernünftig wehren könnt. Und Punkt 2 ist natürlich Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2. Ihr brennt dann weniger und also das Risiko des Brandes ist um 5% reduziert und das Risiko des Wassereinbruchs um 3% reduziert. Hier habt ihr noch andere Optionen, Antriebsmodifikation, Steuergetriebemodifikation. Ist beides irrelevant für dieses Schiff, weil ihr vernünftig genug gepanzert seid, dass ihr nicht befürchten müsst, dass hier eure Schrauben oder eure Ruderanlage beschädigt wird. Also zumindest nicht so regelmäßig wie zum Beispiel bei Zerstörern. Diese Skills lohnen sich in der Regel nur auf leichten Kreuzern und eben Zerstörern. So, dann kommen wir zum äußeren Punkt. Wenn ihr dieses Schiff kauft, wenn es denn im Premium Store irgendwann einzeln verfügbar sein sollte oder ihr euch für das Paket entscheidet, was aktuell noch im Store ist, und ihr eben nicht warten wollt, bis ihr das Schiff kostenlos erspielen könnt im Dezember 2018, dann bekommt ihr hier auf jeden Fall die Tarnung dazu. Die wird es auch geben, wenn ihr euch das Schiff erspielt, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Und die hat dann die Standardwerte von der Erkennbarkeit, die dann um 3% reduziert wird. Die Streuung wird um 4% erhöht. Die Kosten nach dem Gefecht sind um 10% reduziert, also wenn alles wieder repariert wird, eure Magazine aufgefüllt werden mit Munition und so eine ganzen Geschichten, da zahlt ihr 10% weniger und ihr pusht eure EPs um 50%. Das ist dann nur eigentlich richtig relevant, wenn ihr Kapitäne auf dem Schiff ausbilden wollt für andere Schlachtschiffe, weil ihr wisst ja, auf Premium-Schiffen müsst ihr Kapitäne nicht anlernen, die sind da einfach nutzbar. Und erst dann, wenn ihr sie wieder auf ein anderes Forschungsschiff setzt, dann müsstet ihr sie theoretisch wieder anlernen, wenn sie nicht noch die Spezialisierung für dieses Schiff haben. Also, ihr baut diese Tarnung ein, ist so ein bisschen britisch gemacht, sage ich jetzt mal, vorne ein ganz anderes Muster als hinten. Auf beiden Seiten da gab es ja so ein Problem. Das Schiff wurde ja eigentlich noch released, als der Patch 0710 verfügbar war. Und da fehlte dann plötzlich diese Lackierung. Obwohl man sie angeklickt hatte, war sie optisch nicht dargestellt. Haben sie jetzt mit dem aktuellen Patch, den wir jetzt aktuell haben, 0711, ja, ausgemerzt. So. Die Werte dessen haben wir auch. Was für Signalflaggen sind auf diesem Schiff denn nützlich? Ich hatte es schon ganz kurz angesprochen. Wenn ihr überleben wollt, fangen wir jetzt in der zweiten Reihe an. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr häufig euer Verbrauchsmaterial wieder benutzen können. Ihr könnt hier eure Nachladezeit, also eure Cooldown-Phase, so ist besser ausgedrückt, reduzieren um 5%. November Foxtrot spielt hier eine Rolle, halte ich für wichtig, wenn auch nicht sehr wichtig. Ja, 5%, das macht bei 80 Sekunden jetzt noch nicht die Welt aus, kann aber natürlich wird es Situationen geben, wo man dann eben diese 4 Sekunden, die ihr jetzt hier spart, dann entsprechend eben verwenden kann und eben genau das den Arsch rettet. Aber das ist halt immer so ein bisschen von Wahrscheinlichkeit, RNG sozusagen. Was wichtig wäre aus meiner Sicht, ist hier Sierra Mike. Ihr müsst unbedingt eure Höchstgeschwindigkeit pushen. Ja, so kommt ihr auf 20 Knoten statt 19. Das ist ein Knoten zwar nur, aber ihr habt diese Höchstgeschwindigkeit theoretisch das ganze Gefecht verfügbar und das macht eben den Unterschied aus. Nächster Punkt: Ihr habt Reparaturmannschaft bei diesem Schiff. Ganz, ganz wichtig. Wer diese Flagge vergisst, ja, der tut sich keinen Gefallen. Ihr könnt hier die Reparaturmannschaft um 20% pushen. Das heißt, wir gucken uns gleich nochmal an, wie der Wert dann aussieht. Genauso ist es eben mit Torpedos. Gerade auf den niedrigen Tierstufen sind oft Torpedos im Wasser. Man fährt mal schnell in den Torpedo rein. Hier könnt ihr euch, vielleicht habt ihr dann gerade nicht euer Schadensbegrenzungsteam parat, hier könnt ihr die Erholungszeit nach Wassereinbruch um 20% reduzieren. Das heißt, das Wasser auspumpen ist schneller wieder vorbei, auch wenn ihr das Schadensbegrenzungsteam gerade nicht nutzen könnt. Und ja, der Schaden tickt nicht so lang. Ist sicherlich die eine oder andere Hilfe. Und ganz, ganz wichtig, auch wieder Zeit zur Brandbekämpfung. Ihr schießt gerne selber HE. Ihr werdet so eine Dreadnoughts auch als Gegner haben. Oder ihr habt eben Kreuzer als Gegner, die euch gerne anzünden, wo sie gerne HE benutzen, wenn sie auf Schlachtschiffe schießen. Und ja, ihr wollt, wenn ihr brennt, nicht so lange brennen.
um eure Überlebensfähigkeit zu erhöhen, darum unbedingt India Yankee mit rein. Die Julia Charlie könnt ihr erstmal neben liegen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass euch das passiert als Schlachtschiff, ist äußerst gering und diese Flagge würde ich mir aufheben. Was sicherlich noch sehr, sehr sinnvoll ist, ist Victor Lima. Ihr erhöht eure Brandwahrscheinlichkeit nämlich um 1%. Und dann gibt es hier noch die India X-Ray, die auch nochmal 1% Brandwahrscheinlichkeit bringt. Ja, Torpedo, diese Geschichte ist eh durchgestrichen, macht keinen Sinn auf diesem Schiff. Und ja, die Sekundärbatterie, wenn ihr auch unbedingt diese Flagge loswerden wollt, dann baut sie ein, pusht eure Sekundär einen Ticken, aber halt auch nicht übermäßig und wird euch hier eine Erhöhung der Reichweite um 100 Meter bringen. Also ehrlich gesagt ist diese Flagge auf anderen Schiffen viel, viel mehr wert, nämlich gerade auf höherwertigen Tierstufen, wo ihr dann locker auch mal für einen halben Kilometer rausholen könnt mit so einer Flagge oder mehr. Bei der Republik zum Beispiel, T10 Schlachtschiff der Franzosen, da könnt ihr damit sogar 600 Meter fast rausholen aus eurer Reichweite und da ist es dann doch schon eine ganze Ecke mehr wert. So, das sind die sinnvollsten Flaggen, die für den Kampf sinnvoll sind. Eure ökonomischen Flaggen, die passt ihr am besten selber auf das Schiff an, wie ihr sie gerade braucht, was ihr gerade für Aufgaben habt, um irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Free-XP zusammen zu farmen oder sonst was, wenn es denn für T3-Schiffe überhaupt möglich ist. Von daher, ja, ich würde hier unten in der Tierstufe nicht unbedingt so eine Flaggen benutzen, gerade deswegen, weil es ein Premium-Schiff ist und ihr diese EP immer wieder umwandeln müsst, es sei denn, ihr wollt eben einen Kapitän ausbilden. Das ist vielleicht noch ein Motivationspunkt. Ja, Flaggen, davon brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen. Die bringen eh nichts. Die sehen schön aus. Ich habe jetzt hier diese Flagge einfach mal gesetzt. Das ist eine englische, die bringt gar nichts. Wie gesagt, die ist einfach nur eine nette Sache zum Anschauen. Gucken wir uns noch den Kapitän an, den man hier, was man hier vielleicht skillen kann. Ich habe hier meinen Conqueror-Kapitän einfach mal genommen, weil ich ihn schon auf 19 habe. Was macht denn am meisten Sinn? Angenommen, ihr habt jetzt 10 Skillpunkte auf dem Schiff und wollt das entsprechend erstmal einsetzen. 10 Skillpunkte erreicht man verhältnismäßig zügig in diesem Spiel. Lasst euch nicht irritieren, dass ihr jetzt ein 19er ist. Ich sag dazu gleich noch was. Also, ganz ehrlich, zuerst müsst ihr als vielleicht auch Neulinge in dem Spiel, wenn ihr dieses Schiff gerade habt, wissen, bei der Dreadnought, meiner Meinung nach, wie viel Gegner zielen eigentlich auf mich. Und das ist das vorrangige Ziel, das braucht ihr, dann erkennt ihr nämlich, wie viele Schiffe auf euch zielen. Ihr habt dann so eine Zahl da stehen bei entdeckt, 1, 2, 3, das geht ganz hoch, das kann bis zu 12 Schiffe werden, theoretisch. Und ja, diese Zahl ist entscheidend. Ihr braucht weder präventive Maßnahmen, weil eure Türme bereits sehr gut gepanzert sind und da in der Regel keine Ausfälle zu befürchten sind. Ihr braucht auch nicht Beschussalarm. Ihr seid nicht so wendig, dass ihr den Beschüssen, die da bei euch stattfinden, die sind ja sowieso im relativ kurzen Bereich von um die 10 Kilometer, ein bisschen mehr, habt ihr sowieso nur gefühlte 7, 8 Sekunden Zeit und in der Zeit bewegt sich das Schiff nicht wirklich. Von daher ist der Beschussalarm egal, die präventiven Maßnahmen egal. Das Einzige, was zählen kann und was vielleicht noch Sinn macht, ist aktuell dann wieder Ladeexperte. Seit diesem Patch ist es eben nicht mehr möglich, großen Schaden auf Zerstörer zu machen, wenn man mit AP-Granaten schießt. Ihr habt eine relativ hohe Streuung, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass AP-Granaten viel Schaden an Zerstörern machen, ja, ist relativ gering. Nämlich der Schaden ist aktuell auf 10% des Damage begrenzt. Das heißt, ihr macht 10% eures Alpha-Schadens der AP-Granate, das heißt 810 Trefferpunkte. Ja, und nicht mehr. Ja, alles andere soll mit dem Patch, mit diesem Update eben ausgemerzt worden sein, weil früher war es eben möglich, dass wenn die Granate relativ langen Weg im Zerstörer zurückgelegt hat, ja, der Schaden, die AP-Granate konnte sich dann im Inneren aktivieren und der Schaden war entsprechend höher. Das ist aber jetzt, wie gesagt, alles Vergangenheit. Darum könnte der Ladeexperte interessant sein, weil HE-Granaten sind davon eben nicht betroffen. Und manchmal ist es vielleicht dann sinnvoll, die 30 Sekunden zu halbieren auf 15 Sekunden und dann ja, die HE-Granaten schneller nachzuladen. Das betrifft aber halt auch nur dann, wenn ihr die AP-Granate bereits im Lauf hattet. Also ihr habt fertig geladene Geschütze und wollt euch dann umentscheiden. Und dann wollt dann zählen diese 50% Dauer zum Wechsel des Granatentyps. Nur dann. Wenn ihr euch mittendrin im Ladevorgang entscheidet, dann nicht. Dann habt ihr wieder die ganz normale Ladezeit. Von daher empfehle ich diese Sache nur bedingt. Dann, nächster Punkt ist, ihr habt zwei Sachen zur Auswahl auf dieser Ebene. Also
als gerade wenn es um die ersten Skillpunkte geht. Entweder Elite-Schütze, um die Turmdrehzeit zu reduzieren, nämlich von 60 Sekunden auf um die 48 Sekunden, oder eben, wenn ihr Schaden nehmt, dass ihr dann auch schneller nachladet mit dem Adrenalinrausch, 0,2% pro Trefferpunkt, den ihr verliert. Das kann einiges ausmachen und euch gerade im Endkampf sozusagen, wenn das Gefecht schon ein bisschen länger gedauert hat und ihr schon ein bisschen was an Schaden eingesteckt habt, helfen, den Schuss vielleicht schneller zu setzen als jemand, der noch ein bisschen mehr Trefferpunkte verfügbar hat. Da müsst ihr euch selber entscheiden, was euch lieber ist. Entweder die Wendigkeit der Türme oder eben die Nachladezeit der Türme zu reduzieren. Nächster Punkt auf Tierstufe, also auf der Skillstufe 3. Entweder ihr nehmt den Inspekteur und habt dann sogar 5 Aufladungen für die Reparaturmannschaft, oder ihr skillt hier, nicht etwa wie ich es hier gemacht habe, die Grundlagen der Überlebensfähigkeit, den Sprengmeister. Der Sprengmeister sorgt eben dafür, dass ihr 2% höhere Brandwahrscheinlichkeit habt. Ihr seid bei 32% standardmäßig und könnt dann auf 34% kommen. Und wenn ihr dann die Flaggen da oben benutzt, nochmal jeweils 1% dazu, seid ihr bei 36%, was ein sehr, sehr guter Wert sein kann. Der dritte Punkt, den ich damit anführe, ist Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Ihr seid ein Schlachtschiff, ihr werdet gehen mit HE beschossen, ihr habt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr immer mal doch anfangt zu brennen. Ihr könnt es nicht gänzlich ausschließen. Von daher kann Grundlagen der Überlebensfähigkeit auf dieser Tierstufe entscheidend sein. Vielleicht sogar entscheidender als den 5. Heal zu haben, also die 5. mal die Reparaturmannschaft. Das ist wieder, das sind die Sachen, die ihr entscheiden müsst. Entweder ihr wollt länger leben, also länger wollt, dass die Brände weniger lang bei euch brennen. Ihr wollt mehr Trefferpunkte wiederherstellen oder wird häufiger anzünden. Das ist die Wahl, die ihr auf dieser Tierstufe habt. Ja, also auf dieser Skillstufe von den Kapitänen. Vergesst, Experte der Überlebensfähigkeit nützt euch nichts. Genauso wie die Schießgrundausbildung nützt euch nichts. Ihr habt ein viel größeres Kaliber als 139 mm. Es wird nur auf die Sekundärgeschütze wirken. Die habt ihr sowieso, ihr seid sowieso wie, so gut wie nie in Range für Sekundärgeschütze. Und auch für Schlachtschiffe macht meiner Meinung nach, gerade bei der HMS Dreadnought, die Wachsamkeit keinen Sinn. Es gibt nur diese drei Punkte, die sinnvoll sein können. Und das müsst ihr dann für euch entscheiden. Nächster Punkt, und das ist Skillstufe 4, gibt genau zwei Sachen, die ich hier empfehlen würde. Vielleicht eine dritte Sache mit einer gewissen Einschränkung. Brandschutz sorgt dafür, dass ihr von den 4 Brandquellen, die ihr auf dem Schiff habt, 1 reduziert, und zwar auf 3 dann. Ja, ihr könnt in der Mitte nämlich mehrfach brennen und euer Risiko, dass ihr angesteckt werdet, sinkt nochmals um 10%. Das ist der Brandschutz. Das ist eher so ein sogenannter Survive-Build. Da kann man dann länger mit HE beschossen werden und nicht anfangen zu brennen. Zumindest ist das die Theorie. Dann gibt es natürlich noch den Tarnungsmeister, wobei das ich so ein bisschen nicht so sehr empfehle, gerade auf der Tierstufe. Muss das nicht sein, dass man dann schon einen Tarnungsmeister mit drin hat auf dem Bereich. Von daher würde ich ganz klar, wenn ihr nur 10 Punkte habt, euch auf der Viererstufe zuerst den Brandschutz empfehlen. Der Tarnungsmeister, wie gesagt, ist ein Nice-to-Have vielleicht, um unentdeckt zu bleiben. Mit der Entdeckbarkeit kann man ja immer schön spielen, hoch und runter, sich zugehen lassen, wenn man mal zu doll gefokust wird oder solche Sachen. Wird aber wahrscheinlich, dadurch, dass das Spiel immer sehr, sehr eng ist bei solchen Low-Tier-Stufen, nicht sehr viel nützen. Ja? Dann kann man noch überlegen, hier eben Funkortung einzubauen, um eben zu wissen, wo könnte das nächste Schiff sein. Es zeigt euch ja immer das Schiff, was zu eurer Position am nächsten steht. Also auch möglicherweise Zerstörer, die ihr gerade nicht sehen könnt. Ja? Durchaus eine Überlegung wert. So, und das ist eigentlich das, was man hier zu den Kapitäns-EP oder zu dem Kapitänskill sagen kann. Es gibt viele Ansätze. Ich würde die Dreadnought sehr wahrscheinlich aus einer Mischung auf als Überleben und auf Brandwahrscheinlichkeit skillen. Ich würde den Inspekteur wahrscheinlich nicht skillen und würde dafür dann hier die Brandwahrscheinlichkeit mit draufsetzen und den Rest des Skills eigentlich so lassen. Wenn ihr einen 19er Kapitän habt, nehmt den Inspekteur raus und setzt dafür den Sprengmeister ein. Und den Tarnungsmeister würde ich ebenfalls rausnehmen und dafür die Funkortung reinsetzen. Das sind eigentlich die beiden Punkte, die ich hier verändern würde. Es ist aber ein Conqueror-Kapitän und deswegen lasse ich es so. So, und jetzt sind wir einmal durch das ganze Schiff durchgegangen. Jetzt kommen wir nochmal zu den Pros und Kontras. Also, ganz große Punkte, jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, also was am wichtigsten ist, sondern was mir einfach positiv aufgefallen ist, als ich mit dem Schiff unterwegs gewesen bin. Prinzipiell ist die Wendigkeit für diese Tierstufe, wohlgemerkt, relativ gut. Ja, ihr habt einen kurzen Wendekreis, ihr habt eine schnelle Ruderstellzeit, mit der Signalflagge seid ihr bei 20 Knoten, was ein Durchschnittswert ist. Also ganz okay. Ne? Die Reichweite eurer Geschütze sind hervorragend für diese Tierstufe.
sind im vorderen Bereich angesiedelt der Schlachtschiffe und solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen. Fahrt nicht immer zu nah ran an die Gegner, sondern nutzt eure Sprenggranaten und schießt ein bisschen aus Entfernung und mischt euch nicht gleich am Anfang ins Getümmel, sondern hebt eure Trefferpunkte, versucht eure Trefferpunkte ein bisschen aufzuheben, um dann am Ende vielleicht die entsprechenden Punkte mitzusetzen. Eine ziemlich hohe Brandwahrscheinlichkeit ist ebenfalls ein Riesenvorteil. Auf dieser Tierstufe sind 36% theoretisch erreichbar. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und dann habe ich die Trefferpunkte hier noch aufgeschrieben. Sie kommen zwar nicht an die König Albert ran, aber sie sind trotzdem an einem Punkt, wo man sagen kann, ja, zweiter, dritter, vierter Platz irgendwo. Auf jeden Fall mischt sie vorne mit, die Dreadnought, und sind hier kein richtiger Nachteil. Der größte Nachteil ist die Erkennbarkeit, die doch relativ hoch ist. Die ist höher sogar als die Standarderkennbarkeit bei der König Albert, obwohl die König Albert das größere Schiff ist von den Ausmaßen her. Und ja, die Panzerung, die leicht anfälliger ist oder die anfälliger ist als bei der König Albert. Ihr hattet das ja vorhin gesehen, der Turm ist von außen erreichbar. Ihr erinnert euch, ich hatte euch erzählt, ab 9 Kilometer können gegnerische Schiffe auf dieser Tierstufe, und zwar habe ich das nur T3-Schiffe jetzt genommen, T4-Schiffe haben wir dann teilweise schon wieder ein bisschen was an anderen Kaliber, andere Granatentypen, und die sind vielleicht sogar noch gefährlicher für euch. Und ja, die Panzerung ist halt darauf ausgelegt, dass ihr ein Stück mehr Abstand haltet. Also so 9, eher 10 Kilometer, das ist so eigentlich dieser Stil, den man am Anfang des Gefechts erfahren sollte. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch an Karten ranstellen sollt, sondern nur, dass euch bewusst sein soll, ab wann ihr euch in der Danger Zone befindet. Also in der Gefahrenzone, wo ihr potenziell auch mal ein bisschen mehr Schaden einstecken müsst. Sonst hat mir die HMS Dreadnought eigentlich Spaß gemacht. Es ist jetzt kein super herausragendes Schiff. Es lebt halt so ein bisschen von dem Mythos der Zeit, als Mutter der Schlachtschiffe da zu sein. Der Name Fürchte Nichts wurde ja damals quasi durch dieses Schiff so ein bisschen geprägt. Und ja, ich denke mal, für einen geschenkten Gaul schaut man nicht in den Maul. Ob ich dafür jetzt Geld ausgeben würde, lasse ich mal in eurer Wahl. Also von mir aus, ich würde sie nicht kaufen, sagen wir so. Ich würde keine 10, 15 Euro für dieses Schiff ausgeben, weil, es sei denn, man ist eben Sammler, man muss dieses Schiff haben. Dann würde ich aber trotzdem empfehlen, wartet auf Dezember 2018 diese Mission und erspielt euch dieses Schiff, das ist es wert. Also das ist es definitiv wert, es ist schön, dieses Schiff in einer Sammlung zu haben. Und ich bin ja auch so ein kleiner Sammler, wie ihr hier unten schon seht. Die Anzahl der Schiffe hat ja über 100 schon durchschritten. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Nein, also, wie gesagt, es ist nichts Außergewöhnliches, nur der Kult ist eigentlich das ganz Besondere daran. Und es hat ein bisschen den britischen Spielstil mit den guten HE-Granaten. So, jetzt hoffe ich, dass euch diese Schiffsvorstellung ein bisschen was gebracht hat, ob ihr euch das Schiff unbedingt erspielen wollt oder vielleicht auch nicht erspielen wollt. Wenn ihr ein bisschen Gameplay sehen wollt, verlinken wir euch unten noch ein Video, beziehungsweise jetzt hier gerade ans Ende ein Video. Da haben wir die Vanguard und die Dreadnought im Wechsel so ein bisschen gespielt. Müsst ihr ein bisschen zu den Minuten hinspulen und mal gucken, wo wir die Dreadnought gefahren sind. Mir hat sie auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist kein schlechtes Schiff. Und ja, ich sage es einfach mal bis zum nächsten Video hier auf dem Seacrows-Kanal. Und ja, ich wünsche euch was. Ne? Bis später. Hau rein. Tschüss, tschüss. Seacrows.